Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Publikation aus Intensive Care Medicine vor von Besen und Coworkers. Es geht um Behandlung der diabetischen Ketoazidose. Die diabetische Ketoazidose, abgekürzt DKA, erfordert in der Regel eine stationäre Aufnahme auf der Intensivstation. Die Leitlinien geben jedoch unterschiedliche Empfehlungen. Die Autoren dieses Beitrags schlagen einen auf der Pathophysiologie basierenden Ansatz für das Management vor. Pathophysiologie der diabetischen Ketoazidose. Die Hauptursache für die Entwicklung einer DKA ist Insulinmangel, entweder absolut oder relativ im Zusammenhang mit einem Krankheitsbild, das höhere Werte an gegenregulierenden Hormonen erzeugt. In der Leber steigert das hohe Glukagon zu Insulinverhältnis die Gluconeogenese und die Glykogenolyse durch enzymatische Stimulation, was den Blutzuckerspiegel weiter erhöht. Im Fettgewebe steigert das erhöhte Glukagon zu Insulinverhältnis die Lipolyse durch hormonsensitive Lipase und damit die Verfügbarkeit von zirkulierenden freien Fettsäuren, Free Fatty Acids. Die FFA werden in den hepatischen Mitochondrien beta-oxidiert und in Acetoacetat und Beta-Hydroxybutyrat umgewandelt, was zu Ketonämie und Azidose führt. Die Ketonämie ist für einige Symptome der DKA verantwortlich, zum Beispiel Übelkeit und Erbrechen, Bauchschmerzen und Ketonhalitose. Biochemisch gesehen ist eine hohe Anionenlückenazidose ein Kennzeichen der diabetischen Ketoazidose. In den meisten Fällen übersteigt der Blutzuckerspiegel 180 bis 200 mg pro Deziliter, 10 bis 11 mmol pro Liter, die maximale Glukoserückresorptionskapazität im proximalen Nierentubulus. Dies führt zu einer erhöhten intratubulären Osmolarität und einer osmotischen Diurese, die zur freien Wasserausscheidung und zum Verlust von Elektrolyten wie Natrium und Kalium beiträgt. Beta-Hydroxybutyrat wird mit dem Urin ausgeschieden und trägt zu einer hyperchlorämischen metabolischen Azidose bei, wenn es mit Natrium statt mit Ammonium ausgeschieden wird. Wenn dieser pathophysiologische Prozess anhält, beeinträchtigt die Hypovolämie die glomeruläre Filtration, was zu einer verminderten Glykosurie und der Ausscheidung von Ketosäuren im Urin führt und die metabolische Azidose und Hyperglykämie weiter verschlimmert. Die Kombination aus Hyperglykämie, Ketonämie und Azidose stellt das vollständige Bild der diabetischen Ketoazidose dar. Ausnahmen gibt es vor allem bei der immer häufiger auftretenden euglykämischen diabetischen Ketoazidose, die mit Natriumglucose-Transporterprotein 2, SGLT2-Hämmern, zusammenhängt. Die tubuläre Hemmung von SGLT2 erhöht die Ausscheidung und senkt die Schwelle für die gefilterte Glucose-Rückresorption. Bei einem interkurrenten Ereignis steigern die gegenregulatorischen Hormonspiegel an und es kommt zu einer diabetischen Ketoazidose mit normalem bis leicht erhöhten Blutzuckerspiegel. Es müssen nicht alle Merkmale einer DKA vorliegen, außer einer Azidose mit hoher Anionenlücke und einer Ketose. Management der diabetischen Ketoazidose. Drei Hauptprobleme sollten angegangen werden. Insulin, um das Problem an der Wurzel zu packen, Glukagon zu Insulinverhältnis, Flüssigkeitszufuhr zur Korrektur der Hypovolämie, falls vorhanden, und des Gesamtwasserspiegels, Elektrolytsubstitution mit besonderem Augenmerk auf potenziell lebensbedrohliche Verschiebungen des Serumkaliums. Es ist wichtig, dass durch die Behandlungsmaßnahmen kein zusätzlicher Schaden verursacht wird. Zu Beginn sollte festgestellt werden, ob der Patient offensichtliche Zeichen einer Hypovolämie aufweist und der Serumkaliumspiegel sollte dringend gemessen werden. Wenn der Patient Anzeichen einer Hypovolämie wie Hypotonie und Tachykardie aufweist, sollten 250 bis 500 ml Flüssigkeitsbolus verabreicht werden, bis die Hypovolämie behoben ist, normalerweise innerhalb einer Stunde nach der Einlieferung. Danach empfehlen die Leitlinien eine Infusionsrate von 250 bis 500 ml pro Stunde kristalloider Flüssigkeit mit Kaliumzusatz, bis die Hyperglykämie korrigiert ist und dann 150 bis 250 ml pro Stunde, bis die diabetische Ketoazidose korrigiert ist. Diese Infusionsraten beruhen weitgehend auf Expertenempfehlungen, sind aber oft zu hoch und potenziell schädlich. Bei eingesetzten Kochsalzlösungen führen solche Dosierungen zu einer sich verschlimmernden hyperchlorämischen Azidose. Die behandelnden Ärzte erkennen dies möglicherweise nicht und erhöhen unbewusst die Infusionsrate für Kochsalzlösung, wodurch sich die Azidose weiter verschlimmert.
Es wird dazu geraten, solche Richtlinien für den Flüssigkeitsersatz nur als Richtschnur, nicht als absolute Vorgabe zu verwenden. Die Volumensubstitution sollte an den tatsächlichen Bedarf des Patienten angepasst werden und der Volumenstatus regelmäßig neu bewertet werden. Die Patienten benötigen unterschiedlich viel Volumenersatz und können durch zu viel Volumen gefährdet werden. Gepufferte kristalline Infusionen sollten einer Kochsalzlösung vorgezogen werden, obwohl die Kaliumsubstitution separat verabreicht werden sollte. Sobald die Hypovolämie mit Flüssigkeitsboli korrigiert wurde, sollte noch etwas Flüssigkeit intravenös verabreicht werden, um den Kaliumspiegel wieder weiter aufzufüllen. Sobald die Übelkeit kein Problem mehr darstellt, sollten die Flüssigkeiten oral verabreicht werden, um das verbleibende Wasserdefizit im Körper auszugleichen. Bevor Insulin verabreicht wird, muss der Kaliumspiegel im Serum überprüft werden. Normalerweise ist der Patient aufgrund der gleichzeitigen Azidose hyperkaliämisch, aber gelegentlich kann er auch hypokaliämisch sein. In solchen Situationen wird die Insulininfusion am besten zurückgestellt, da dies die Hypokaliämie weiter verschlimmert. Im Idealfall sollten kleinlagig 20 mEq Kalium pro Stunde verabreicht werden, aber gelegentlich ist auch eine höhere Dosis notwendig, wenn der Serumspiegel gefährlich niedrig wird. Kalium kann nach Ermessen des Arztes kontinuierlich oder intermittierend gleichzeitig mit einem Flüssigersatz oder separat verabreicht werden. Aufgrund der transzellulären Verschiebungen während der Behandlung müssen die Werte regelmäßig überprüft und in einem Bereich von 3,5 bis 5,5 Millimol gehalten werden. Auch wenn das Gesamtkaliumdefizit bei der diabetischen Ketoazidose oft 600 bis 800 Milliäquivalente beträgt, ist dieses Defizit hauptsächlich intrazellulär und muss nicht so schnell ersetzt werden. Nach der anfänglichen Korrektur der Hypovolämie und wenn der Kaliumspiegel im Serum 3,5 Millimol übersteigt, sollte mit einer Insulininfusion begonnen werden. Ziel ist es nicht nur, die Hyperglykämie zu korrigieren, sondern auch die Azidose, das Kennzeichen der DKA, durch die Korrektur des Glucagon zu Insulinverhältnisses und die Umkehrung abnormaler enzymatischer Stoffwechselwege und biochemischer Anomalien. Es ist darauf zu achten, dass eine Hypoglykämie vermieden wird, sowohl aus Sicherheitsgründen als auch, weil eine unangemessene Unterbrechung der Insulininfusion die Korrektur der DKA verzögert. Die Infusion eines schnell wirkenden Insulins sollte mit einer Anfangsrate von 0,1 Units pro Kilogramm pro Stunde begonnen und nach Bedarf titriert werden, um eine gleichmäßige Senkung des Blutzuckerspiegels von 50 bis 70 mg DL pro Stunde, 2,7 bis 3,9 Millimol pro Liter pro Stunde zu erreichen. Die Behandlung sollte so lange fortgesetzt werden, bis das obere Limit der Normoglykämie erreicht ist, zum Beispiel 200 bis 250 mg DL, entsprechend 11 bis 14 Millimol pro Liter. Zu diesem Zeitpunkt hat der Patient oft bereits ausreichend Natrium erhalten, sodass 10%ige Glucose in hinreichendem Umfang substituiert werden kann, um eine Hypoglykämie zu vermeiden. Die Richtlinien empfehlen hier 125 ml pro Stunde, aber auch niedrige Raten können ausreichen. Oder der Patient in der Lage ist, Flüssigkeit und Kalorien oral einzunehmen. Falls nötig, sollte Kochsalzlösung weiter verabreicht werden, aber Vorsicht vor einer Flüssigkeitsüberladung. Ziel ist es, eine Hypoglykämie zu vermeiden und die Insulininfusion auf 0,05 Units pro Kilogramm pro Stunde zu reduzieren, bis die diabetische Ketoazidose korrigiert ist. Es gibt alternative Schemata zur intravenösen Insulininfusion. Von einer Bicarbonatinfusion wird im Allgemeinen allein aufgrund der unterschiedlichen pH-Werte abgeraten. Sie kann jedoch in Betracht gezogen werden, wenn zum Beispiel eine geringe Iondifferenz durch gleichzeitige Hyponatremie und signifikante Hyperchloremie vorliegt. In solchen seltenen Fällen sollte eine langsame isotonische Infusion verabreicht und der Serum-Kaliumspiegel sowie Natriumchloridlücke sorgfältig überwacht werden. Der Serumphosphatspiegel sollte in der Regel weder angeordnet noch ausgeglichen werden. Take-Home-Message: Das Wissen über die Pathophysiologie der diabetischen Ketoazidose in Verbindung mit den aktuellen Erkenntnissen kann das DKA-Management verbessern. Es werden abschließend 7 Mythen der DKA-Pathophysiologie und Behandlung vorgestellt, die Kliniker unbedingt kennen und beherzigen sollten. Auch wenn sich ein rigider, standardisierter Behandlungsansatz in vielen Situationen als angemessen erweisen kann, sind pathophysiologische Überlegungen für die immer häufiger auftretenden atypischen Situationen
und für das Management von Patienten mit Begleiterkrankungen notwendig. Hier nun 7 Mythen über Pathophysiologie und Behandlung der diabetischen Ketoazidose. Mythos 1. Die diabetische Ketoazidose ist ein Zustand extremer Hypovolemie mit der Notwendigkeit einer Gabe großer Volumenmengen, zum Beispiel 100 ml pro Kilogramm. Obwohl es aufgrund einer Hyperglykämie zu erheblichen renalen Flüssigkeitsverlusten kommen kann, vor allem über einen längeren Zeitraum, kommt es in der Regel zu einer echten Hypovolemie, wenn die Patienten aufgrund von Übelkeit und Erbrechen nicht mehr trinken können. Der Körper kompensiert die osmotische Diurese in der Regel durch eine erhöhte orale Aufnahme, indem er die physiologisch wirksamen Operatoren für das zirkulierende Volumen aktiviert, wie zum Beispiel gesteigerten Durst und andere neurohormonellen Signalwege. Einige Patienten sind möglicherweise nicht hypovolämisch, zum Beispiel Patienten, die sich einer chronischen Dialyse unterziehen, oder Patienten mit euglykämischer DKA, bei denen der Flüssigkeitsverlust geringer ist. Mythos 2, 0,9% NaCl sollte der Standard für die Volumensupplementierung bei DKA sein. 0,9% NaCl verursacht eine iatrogene hyperchloremische Azidose und verhindert kein Hirnödem. Gepufferte kristalline Flüssigkeiten wie Plasmalyt 148 oder Hartmanns Lösung beschleunigen die pH-Korrektur, ohne jedoch die Anionenlücke zu schließen. Der Kaliumersatz muss jedoch möglicherweise separat verabreicht werden. Mythos 3. Gewichtsbezogene Flüssigkeitsinfusionsraten sind für die Behandlung von der diabetischen Ketoazidose notwendig. Eine niedrigere Flüssigkeitsinfusionsrate führt zu einer geringeren hyperchloremischen Azidose, verringert das Risiko einer Flüssigkeitsüberladung und hat keinen Einfluss auf die Gesamtkorrekturrate der diabetischen Ketoazidose. Die Behandlung sollte immer auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt sein. Mythos 4. Das glukosekorrigierte Serumnatrium folgt einer linearen Beziehung. Am wahrscheinlichsten ist eine nichtlineare Beziehung für das glukosekorrigierte Serumnatrium. Die klinische Bedeutung des glukosekorrigierten Serumnatriums ist in der Regel gering, da die Tonizität der Lösungen keinen Einfluss auf die Rate der klinisch signifikanten Hirnödeme hat. Mythos 5. Eine hyperchloremische Azidose bei DKA ist die einzige Folge iatrogener Maßnahmen. Die hyperchloremische Azidose ist nicht nur eine Folge großer Mengen salzhaltiger Lösungen, sondern auch des Schweregrads und der Dauer der DKA vor Beginn der Behandlung. Bei diabetischer Ketoazidose ist die renale Rückresorption von Chlorid erhöht, um die renale Ausscheidung von Ketosäuren, insbesondere Beta-Hydroxybutyrat, zu ermöglichen. Mythos Nummer 6. Eine DKA sollte nur mit intravenösem Insulin behandelt werden. Bei Patienten, die nicht sehr krank sind, kann ein ultraschnelles subkutanes Insulinregime, stündliche Dosis von 0,1 Units pro Kilogramm, die Zeit bis zur DKA-Behandlung verkürzen und den Bedarf an intravenösem Insulin überflüssig machen. Bei den derzeitigen sehr langwirkenden Insulinen ist es ratsam, bei Patienten mit schwerer DKA zu Beginn der Behandlung nur kleine Dosen, normalerweise 0,2 Units pro Kilogramm, zu verwenden. Dies ermöglicht einen sanften Übergang von einer IV zu einer subkutanen Insulinbehandlung. Mythos Nummer 7. DKA-Korrekturkriterien sind Glukosespiegel und Ketonämie. Ein pH über 7,3, ein Bicarbonat über 15 Mg pro Liter sind die üblichen Mindestkriterien für eine DKA-Korrektur. Eine vollständige Korrektur der Hyperglykämie garantiert nicht die Umkehrung der DKA und ist auch nicht notwendig. Obwohl die Point-of-Care-Ketonämie die Diagnose einer DKA beschleunigen kann, wurde ihre Verwendung als routinemäßig Behandlungsziel nicht mit Standardansätzen verglichen. Die optimale Überwachung und Senkungsrate sind noch nicht ermittelt worden. Die Korrektur der Anionenlücke ist das beste Laborsurrogat für die Umkehrung der DKA, da sie nicht durch eine hyperchloremische Azidose beeinträchtigt wird und in den meisten Fällen leicht durch die Natriumchloridlücke bestimmt werden kann. Ein weiterer Clip zur diabetischen Ketoazidose finden Sie zum Thema nochmals Diagnose, diagnostische Kriterien und Behandlung in einem separaten Clip. Alle weiteren Informationen und Ergebnisse können Sie auch der aktuellen Publikation in Intensive Care Medicine entnehmen.